Lockers Warm-up. Ich meine, damit könnt ihr auch daheim trainieren oder auf der Terrasse oder draußen findet ihr einen ebenen Platz oder auch eine Wand. Die werden wir gleich auch mit einbauen, ja, für ein kleines lockeres Warm-up mit dem Tennisball. Ihr könnt es als Warm-up nehmen oder auch am Ende irgendwo dranhängen oder als lockere Trainingseinheit für zwischendurch mal. Ja? Das eignet sich da immer ziemlich gut. Ich mache mal den Timer an, der piept dann alle 30 Sekunden. Ja? Und dann arbeiten wir da jetzt gleich wieder mit. Ich wurde in einem Video angeschrieben und da wurde kritisiert, dass ich die Übungen nicht antreibe, ja, beziehungsweise nicht vorher schnell durchmache, ja, dass ihr wisst genau, wie es geht, ja, und das war's. Oder halt in die Videobeschreibung mal packe, dass man sich das durchlesen kann. Ihr könnt es ja gerne, also wenn es einem am Herzen liegt, kann ihr das ja gerne in die Kommentare reinhauen und dann werde ich diesen Kommentar wenn ihr das so zusammenarbeiten wollt, ja, anpinnen, ja, so dass das als erster Kommentar quasi erscheint, dass die Leute genau wissen, was in dem Video vorkommt. Das wäre eine Möglichkeit. Ich selbst, mache das jetzt einfach nur zum Spaß, die Dinger raus. Ich, ganz ehrlich, möchte mir später nicht die Mühe machen, da jetzt nochmal voll abzutippen. Ich hasse PC-Arbeiten, ja, ich hasse es zu tippen und da irgendwie große Texte noch zu verfassen. Genau, also wenn ihr sowas mögt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinhauen, beziehungsweise das Training hier arbeiten. Ja? Gar kein Thema, pinne ich für euch alle an, wer das machen möchte. Ich mache mir jetzt die Mühe nur mit den Videos und mit dem Training für euch. Ja? Ich hoffe, dass das okay ist. So, dann fangen wir mal an mit dem Tennisball. Und das erste, was wir machen, wir tippeln einfach nur. Ja, und da fangen wir nicht hier unten irgendwie an, ja, sondern versuchen da schon über Hüfthöhe zu arbeiten bis hoch zur Brusthöhe. Ja, einfach den Ball einfach mal ein bisschen springen lassen, ein Gefühl dafür bekommen, ja, und selber auf den Beinen mitbewegen. Ja, in 3, 2, 1 und los geht's. Ab geht's. Locker tippeln hier. Hup, hup, mit dem Ball wie im Schattenboxen quasi. Hup, hup, hup. Mitbewegen. Mal rechts, mal links. Die Hand, die nicht arbeitet, ui, die ist immer am Kopf. Ne? Wenn der Ball mal ein bisschen abhaut, halb so wild, ne? Dann lass ihn. Zack, zack, zack. Nicht ärgern. Ja? Zack, zack, zack. Ja. Ihr müsst auch aufpassen, nicht, dass ihr einen Nachbarn unter euch habt. Ja? Ich glaube, das wird ihm dann ganz schön auf den Wecker gehen. Wenn die Leute mit ärgern. So, und. Wir versuchen, wie gesagt, immer ein bisschen aufrechter zu sein. Ja, das heißt, hier ein bisschen höher zu arbeiten, weil wir boxen ja auch hier aus. Gell? Das heißt, die Arme sind eher oben. Ja? No, arbeiten mal rechts, mal links. Weiter, weiter, weiter. Den Ball jetzt nicht mehr anzuschauen, sondern immer ungefähr zu erahnen, wie er arbeitet. Als arbeiten. Weiter, weiter. Noch eine halbe Minute, dann machen wir Pause. Mal links. Hey. Oh, ach, da haut ab. Sauding. Lass mich hier schnell. So. Und Pause. Okay. Puh, atmen wir ein bisschen durch. So, jetzt machen wir genau dasselbe nochmal. Nur zwischendurch schnappen wir uns den Ball. Hopp. Mal mit dem rechten Arm, mal mit dem linken Arm. Hopp. Ja. Schön easy arbeiten.
arbeiten. Hopp, schnappen. Gehen und wieder locker arbeiten. Schön im geraden Schlag. 2 Minuten lang. 2, 1 und los geht's. Auf Glück. Schnappt ihn immer erst, wenn ihr euch sicher seid. Gell? Reflexe erarbeiten. Weiter arbeiten. Noch eine halbe. Okay Leute, wir steigern das Ganze, schlagen zweimal aus. Ja, das heißt, wenn der Ball in die Luft geht, einmal schlagen wir aus in die Luft, das zweite Mal schnappen wir den Ball. Das heißt hier arbeiten, ja, 1, 2, schnappen und dann wieder arbeiten. Mal rechts, mal links, ja, und schön im Stoß arbeiten. Und los geht's. Okay, 2 Minuten. Und das ist egal, ob ihr jetzt 2 oder 3 Mal mit rechts macht, einmal mit links, so wie ihr Bock habt. Schön flott werden. Hoppa. Zwischendurch immer locker arbeiten. Noch eine halbe. Pause. So, steigern das Ganze jetzt nochmal auf 3. Ja? Das heißt, mit dem Ball arbeiten und dann hier 1, 2, bumm.
beim dritten Mal schnappen. Also aufkommen lassen. 1, 2, 3. Und dann schnappen. Wir machen 2, 1. Und los geht's. Locker arbeiten. Bei wem es nicht klappt, der kann immer noch zweimal ausboxen. Gell? Jetzt waren es 4. Ganz schön Hitze rein, Leute. Oh, verdammt. Seid ihr auch so hart am Schwitzen? Oh. Hoppa. Das Abhauen der Bälle gehört dazu. Ein paar Sprints zwischendurch. Und Pause. Ich komme ins Schwitzen. Weil es Spaß macht, ist mal locker haken. Das heißt, wir arbeiten hier. Oh, jetzt liegt er weg. Aber im Haken schnappen wir uns den Ball. Da müsst ihr jetzt ein bisschen umpolen vom Gehirn. Den Ball nach vorne greifen. Jetzt von der Seite rein. Mal rechts, mal links. Und los geht's, Leute. Auf geht's, komm. Arbeit. Wenn ihr schön ausatmet und den Körper anspannt, ja, habt ihr auch eine Rumpfübung. Ja. Das heißt, ihr reißt wieder am Rumpf. Hopp. Das ist super. Hopp. Und einmal haken, das heißt eins, boom, im Haken fangen wir den Ball.
Hier, arbeiten. Hopp, ja, arbeiten. Hopp, ja, gerade. Bumm. Hook rein. Es kommt darauf an, wie intensiv ihr das Ganze selber gestaltet. Ihr könnt locker arbeiten und los geht's. Da kommt ihr kaum ins Schwitzen. Ja. Könnt aber auch so arbeiten wie ich jetzt gerade. Voll Gas. Dann seid ihr hart am Abschwitzen. Spaß machen, also mir zumindest, machen wir jetzt auch Aufwärtshaken. Das heißt, wir schnappen mal einen Hook von der Seite oder mal so einen Aufwärtshaken hoch. Schön impulsiv reinknallen. Du musst natürlich immer sehen, wo ist das Ziel. Ja, das ist wichtig. Schön den Fokus. Und los geht's. Geiles Training für Timing. Den habe ich noch nicht gemacht. Machen zwei Schläge, aber über Haken. Ja, das heißt, der Ball springt. Guck, eins, pop, zwei,
und versucht zu fangen mit dem zweiten. Ja. Reinreißen, eins, bumm, zwei. Oder ihr könnt auch Aufwärtshaken machen, bumm, fangt ihn mit dem Haken zum Kopf. Ja. Wir probieren es mal, ihr könnt langsam anfangen. Ja. Dann steigen wir uns rein. Auf geht's, gut. Ja, geil. Jetzt nochmal flotte Action. Das heißt wieder 3 bis 4 Mal gerade. Das heißt die Muskeln lang machen. Ja, 1, 2, hopp, 3. Ja, packen. Versuchen zwischen Hüfthöhe und Brusthöhe zu arbeiten mit dem Ball. Boah. Ich hoffe, ihr schwitzt genauso wie ich gerade. Bereit machen, 2, 1, los geht's. Arbeiten. Ich werde müde. Ja, ihr merkt's. Komm, weiter, weiter, weiter. Ja, wenn er mal hinfällt. Egal. Durchatmen. Wieder starten. Noch eine Minute. Komm, noch eine Minute, Leute. Bleiben wir in der Höhe. Ja. Dass man tiefer passiert, man höher geht, passiert. Egal. Hauptsache, ich versuche den dann mit dem Punkt zu fangen, den wir uns festlegen. Ja. So, wieso ist denn das? Einmal raus. Ihr dürft auch kurz was trinken jetzt. Ja. Trinkt ruhig kurz einen Schluck. Wieso schlage ich jetzt ein- oder zweimal in die Luft und im zweiten oder dritten fange ich das Ding? Im Kampf
Lukas Podolski hat mal gesagt, Fußball spielen ist wie Schach, nur ohne Würfel. Im Kickboxen macht das auch Sinn. Passt auf. Und zwar das Schachspielen, man geht in mehreren Zügen. Ja. Das heißt, ich rechne nicht damit, dass ich mit dem ersten treffe. Ja. Aber mit dem ersten kann ich versuchen, den Gegner abzulenken. Ja. Da ist er flott geschossen, ja. Und da war ich schon mit dem zweiten, bumm, zum Körper. Oder ersten geschossen, bumm, zum Kopf hinterher. Ja. Oder ersten geschossen, bumm, den anderen als Haken zum Körper. Ja. Genau, und das machen wir dann über zwei oder drei Schläge. Ja. Die Vorbereitung dann, die ist halt wichtig. Und wenn die spitzig kommt, ja, schön ordentlich, und der letzte Schlag trifft auf den Punkt, und zwar da, wo der Ball jetzt ist, ja, sich der Ball befindet, ja, dieses Auge, ja, dieses, ey, mach kein Auge, ja. Spaß. Wir machen da ein Auge für, und zwar Timing, ein gutes Auge, gutes Timing, ja, ein gutes Gefühl dafür, für die Lücke, ja, die ich sehe mit meinem Auge, deshalb habe ich dann ein gutes Auge beim Treffen, ja, oder im richtigen Moment auszuweichen. Das meinen wir damit im Kampfsport, ein gutes Auge haben. Ja. Der andere hat ein gutes Auge beim Kampf. Ja. Und wir versuchen uns dieses gute Auge zu erarbeiten für die Lücke, ja, für den Punkt, wo der Ball jetzt ist. Ja, im Kampf ist es dann halt, boom, Ellbogen hoch, ist die Lücke hier. Ja. Ellbogen ticken auseinander, ist die Lücke hier. Hier kann ich durchrutschen. Ja. Von außen kann ich da einen Kopf. Also hier, ja, gehe ich hier innen rein, ja, und der knallt immer von unten hoch. Ja. Diese Lücken muss ich erkennen. Ja. Je schneller ich diese Lücken erkennen kann, desto geiler und effektiver kann ich treffen. Ja? Und das ist das, was ich mit diesem Training dann erzeugen möchte. Okay, geil. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das Warm-up. Ich mache jetzt gleich noch ein bisschen Sandsack-Action. Das kommt dann morgen online. Ja? Und mal schauen. Wenn es euch mit dem Tennisball Spaß macht, das könnt ihr nämlich super zu Hause mal nachmachen. Ja? Das ist alles easy quasi, denke ich mal. Ja, ich denke, jeder kann an einen Tennisball kommen oder an einen Softball, einen Gummiball. Ja? Ich habe mich ja mit meinen Geschwistern immer mit diesen Softbällen abgeschmissen und so, die dann hüpfen können. Ja? Könnt ihr alles mitmachen. Ja? Okay, cool. Also Leute, schwierige Zeiten. Umso mehr freue ich mich dann über Kommentare, ja? Über Daumen nach oben. Ja? Es sind ja immer mehr Klicks als Daumen hoch. Ja? Also Daumen hoch, Leute. Ich schwitze mir einen für euch ab. Ja? Natürlich auch für mich, damit ich da ein bisschen fit bleibe jetzt in der Zeit. Sonst habe ich ja nichts zu tun. Ja? Genau. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Alles klar, Leute. Macht's gut. Ciao.